Hallo Freunde und herzlich willkommen hier wieder bei eurem Krangus und einer weiteren Episode Cry of Fear, Schrei der Angst. Ich schaue jetzt doch nochmal hier hinter, ob ich vielleicht eventuell unter Umständen, wie auch immer, irgendwas vergessen habe. Und da haben wir doch schon mal ein Magazin, welches wir in der allerersten Originalaufnahme, glaube ich, nicht vergessen hatten. Ich habe das jetzt bloß beim Nachstellen, wie es aussieht, vergessen. Dachte eigentlich, dass ich da hinten vielleicht noch eine Spritze finde, aber nun gut. Geht's halt humpelnd wie Dr. House hier weiter zum Bahnhof, denke ich mal, weil, ja, zum Bahnhof. Oder, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, wir brauchten noch eine zweite Sicherung. Deswegen kann es sein, dass wir, müssen wir hier unten wieder durch. Na, Dankeschön. Dankeschön, da sind die ganzen Viecher. Oder die sind tot und sind nicht mehr da. Es kann natürlich auch sein, dass sie zu viel Privatfernsehen geschaut haben und dann waren sie weg. Kann auch sein, meine lieben Freunde. So, nochmal. Warum bauen die nicht gleich eine Leiter nach ganz unten? Das ist doch. Obwohl, es trägt mehr zum Detail irgendwie bei oder. Ist egal. Wird schon irgendeinen Verwendungszweck haben. Verwendungszweck. So. Natürlich. Muss ich jetzt mal hier unten durch oder was ist los? Wenn ich renne, ich einfach weg. So, Hauptsache die Viecher kommen hier nicht. Nee, gut. Ist kein von den Viechern, also kann ich es auch lassen. Brauche ich gar nicht rennen. Ich weiß bloß, wie gesagt, jetzt nicht, ob ich eine. Sollte ich eine Sicherung holen oder mehrere? Ich bin der Auffassung, dass ich mehrere holen sollte. Um genau zu sagen, zwei. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. So, und dann müssten wir jetzt eigentlich zurück in die One Night Street kommen, wenn wir jetzt hier die Leiter hochgehen. Hoffe ich doch mal. Es ist sowieso zur Zeit hier. Nee. Nee. Ich hätte beinahe wirklich das Kotzen bekommen, als ich das gesehen habe. Weil ich meinte nur so, ich dachte mir, okay, ja, kann mal passieren, dass der Speicherstand weg ist. Kann alles mal passieren. Oder nicht der Speicherstand wartet, das war falsches Thema. Dass die Leiter irgendwie, dachte ich, okay, ist kein Problem. Aber dass wir dann wirklich da rausklettern müssen und die Leiter wieder brauchen, damit habe ich nicht gerechnet. Dem Moment nur, nee. Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe. Ich hatte schon leicht, muss ich doch zugeben, ich hatte schon leicht im Hinterkopf den Gedanken, was passiert jetzt, wenn du diese Leiter wieder brauchst? Hallo und herzlich willkommen, Freunde, hier bei eurem Krangus. Ja, schon wieder. Nein, doch, ja, wir sind immer noch im selben Part, Freunde, ich wollte euch nur verarschen. Ja, Cry 4 ist mal abgeschmiert. Warum nicht? Was ist denn die böse Tante von mir? Ach du Scheiße. Hätte ich die Scheiße doch mal abbezahlt. Stirb! Stirb, du Pädobär! Was ist denn. Na toll. Was ist denn das für eine Missgeburt? Wo kommt denn der her? Oh nee. Okay. Cry of Fear, ich gebe dir einen Rat. Begib dich nicht in die Richtung von Half-Life, dass ich jedes Mal bei irgendeiner Scheiße verrecke, denn dann werde ich ziemlich böse. Das merkt man bei Half-Life, denn da werde ich langsam ziemlich verzweifelt. Und langsam macht mir das auch keinen Spaß mehr bei Half-Life, aber ab und zu gibt es dann doch ein paar Stellen, die mich dann bringen dazu, das weiterzuspielen. Aber im Moment, Alter, wenn du nur kalt gemacht wirst, es ist doch sowas von frustrierend. Das müsst ihr zugeben, Freunde. Du dumme Sau da vorm Computer. Nein, ich nehme jetzt nicht die Knarre. Ich habe nämlich keine Munition mehr, also. Was will denn das Killerbaby von mir? Okay, wie töte ich das Killerbaby am besten? Habe ich vielleicht noch eine Knarre? So. Natürlich habe ich eine. Oh, ich bin so. Nee. Nee, genau in dem Moment
Du kannst dich mal gedüdt fühlen. Nimm mir einfach die Knarre und... Ja, erfolgreich abgetrieben. Na, nee, das war jetzt blöd. Wie ich. Ich bin nämlich auch nicht der Schlauste. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Scheiß ich, Mensch, scheiß die Wand an. Wo ist denn die richtige Tür hier? Du willst nicht sein, du bist... Na, warum bin ich denn dann zu der alten Funzeltroller hingelaufen, wenn die Tür sowieso da ist, Alter? Gibt's doch nicht, aber... Warum? Sein oder nicht sein, das will ich nicht wissen. Was Glock Tactical Light... Ah, das ist doch nicht das Denk... Warte mal. Das ist das, was ich denke. Wir haben jetzt, glaube ich, ein Licht für unsere Knarrer. Oder? Nee. Doch. Nee, was ist denn das? So, jetzt kann ich mal laufen. Das ist das. Achso, da oben ist ja die Konsole. Das ist ein ziemlich helles Licht für unsere Knarre. Das finde ich doch jetzt mal richtig nice. Schön. Da brauchen wir die. Ja, das blöde Handy kann sich dann mal verabschieden. Da brauchen wir das anscheinend nicht mehr. Hoffe ich doch mal. Aber die werden uns ja nicht das Handy jetzt einfach so nach dem Motto, nee, Handy kannst du wegschmeißen. Glaube ich nicht, dass das so sein wird. Aber Mr. Gamerkeks ist online. Das wird so sein. Das wird nicht nur so sein. Nein, das ist so, meine Freunde. Der ist online. Den kennt ihr ja eigentlich, Mr. Gamerkeks. Das ist der. Und der Mr. Gamerkeks. Uah, nicht schießen. Der versucht verzweifelt Blacklight Retribution zu spielen. Denn sein Launcher hat irgendwie gerade Probleme. Spackt rum und... Ja. Deswegen hat er gerade, ich weiß es nicht, was da abgeht mit Blacklight, werde ich wahrscheinlich nachher auch mal nachschauen über TeamViewer, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass bei Blacklight, ja. Man muss dazu sagen, er hat derzeit einen Leih-Laptop. Und wie alle wissen, Cry of Fear gegen Leih-Laptops. Da gewinnt eindeutig der Leih-Laptop, meine Freunde. Ja, nee, Leih-Laptops sind wirklich der allerletzte Graus. Bin froh, dass ich nie wirklich davon Gebrauch machen musste von Leih-Laptops, die man so bekommt dann, wenn man, wenn der Computer gerade mal die Reparatur länger braucht, bekommt man ja meistens solche schnuckligen kleinen Hello Kitty, wie nennt man es, Leih-Laptops. Und nee, Leih-Laptops sind einfach zum... Eure Meinung in den Kommentaren, was ist schlimmer? Leih-Laptops oder Cry of Fear? Schreibt es in die Kommentare. Nee. Oder doch. Doch, macht's mal. Macht's mal. Wir haben so wenig in den Kommentaren stehen. Da können wir doch auch mal über sowas schreiben. Passt doch zum Thema Grauen. Und wo man gerade über Grauen spricht, Mensch. Du bist auch nicht mehr wirklich der Schönste. So, aber davon will ich ja nicht... Gerade ich nicht beurteilen. I need a fuse. Okay, ich brauche wirklich Zweier. Genau. Jetzt nehme ich jetzt nur die erste Riege auf. Und dann werde ich wahrscheinlich... Boah, pack dich doch nicht hin, Simon, du Vollidiot. Dann werde ich wahrscheinlich jetzt da lang gehen müssen, wo dieser komische andere Riesenmensch stand. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, diesen Zyklopen. Diesen Zyklopenkopf, diesen, ich weiß nicht, dieses etwas zu groß gewordene Baby. Also nicht ich jetzt, sondern das Ding. Und ansonsten denke ich mal, weil die werden den Weg nicht umsonst dahin bauen. Das kann ich mir nicht vorstellen, deswegen müssen wir da wahrscheinlich lang. Und meine FPS, die stürzen, ja, zurzeit hier irgendwie ab. Ich weiß nicht warum. Ich will auch nicht wissen warum. Ich schaue nachher einfach nach und dann... Wehe, Windows 8, wenn du schuld bist, dann nehme ich alles Gute zurück, was ich jemals über dich gesagt habe. So, warte mal, das war jetzt links. Nee, doch, ja, okay. Okay,
Ich mache mal meine neue Erfindung an. Och, putzig das Licht. Schön. Putzig. Westbad Gardens. Kann ich davor nochmal abspeichern? Nee, nicht? Doch, nee, doch. Ah, ich gehe nochmal in den Bus rüber abspeichern. Sofern da jetzt keine Tür dazwischen ist, kann ich da ja nochmal hingehen. Das ist besser, anstatt ich dann recke und dann wieder mich aufrege. Jetzt muss ich das wieder machen. Ich reg mich allgemein viel zu viel auf. Deswegen speichern wir lieber. Das ist gut fürs Herz. Helfen Sie mit bei der Initiative Speichern für ein Herz. Oder so ähnlich. So, jetzt muss ich bloß gucken. Eigentlich müsste ich den Spacken doch mit der Knarre voll weggehauen kriegen, oder? Eigentlich müsste ich den... Ja, das müsste klappen, Freunde. Hallo. Für dich habe ich leider noch keinen Spitznamen, mein Freund. Das tut mir natürlich... Weiche von mir. Na toll, was machen jetzt? Ich kann allerhöchstens gucken, ob ich in der anderen Knarre da, die ich im Bus habe, noch was an Munition zu bieten habe. Aber ich glaube, da muss ich was... Nee, ich muss gar nichts wegschmeißen. Okay. Ich habe für das Ding noch gar keinen Spitznamen. Ich werde es versuchen, okay? Ihr könnt mal die Kommentare missbrauchen, um einen Spitznamen für diesen Typen da, für diese Viecher zu... Ja, einfach mal unten in die Kommentare zu schreiben. Vielleicht gefällt mir was und ich werde den Typen dann immer so betiteln. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie man ihn denn nennen könnte. Oh, ich glaube, das war sein... Oh ja. Ja, mit der Waffe ist das sein Ende. Ich glaube, er kann sich relativ gut verabschieden, der liebe, gute, nette, dunkle Herr, unbekannt, der hoffentlich von euch bald einen Namen bekommt. Über 50.000 Monster in Spielen haben noch keinen Namen. Helfen Sie mit bei Initiative Namen für Monster. Ist eine wirklich schöne Sache. So, du bist wieder hier hinten. Zack, hau weg. Zack, hau noch mehr weg und... Hättest du einen Namen, siehst du, hättest du einen Namen, könnte ich dich viel besser beschimpfen. Aber so muss ich sagen, du hässliches Ding, du bist tot, ne? Das ist... Ansonsten hätte ich einen Namen für dich. So, was ist denn hier schon wieder? Sieht schon wieder parkmäßig aus. Wow, das ist ja noch so ein Vieh. Das kann ja schön... Okay, das wird lustig.